Frage Nummer 2. Was halten Sie von Extremsportarten? Achte hier auf Use of modal verbs, Use of the infinitive with and zu, Use of subordinating conjunctions. Hier sind einige Ideen. Ich halte Extremsportarten für übertrieben und unnötig. Mich persönlich interessieren weder Bungee Jumping noch Klippenspringen, um nur einige Beispiele für Extremsporten zu nennen. Man geht oft ein zu hohes Risiko ein, um einen Adrenalinkick zu bekommen. Man darf mögliche Gefahren, die auftreten können, nicht unterschätzen. Zum Beispiel könnte man sich oder andere verletzen. Außerdem denke ich, dass diese Sportarten sehr kostspielig sind, da sie sehr aufwendig sind und viel Equipment voraussetzen. Aus diesen Gründen kann ich gut auf Extremsportarten verzichten. Well, it's obviously a case that Miss Peters, who's written these, is not a fan of extreme sports. So here we go. Here's the vocabulary and the things that we wanted you to look at. We had modal verbs. Man könnte. Ich glaube, Sportarten, Extremsportarten treiben was in the text. You could do it. Man darf nicht unterschätzen. You mustn't underestimate the risks. Und ich kann auf etwas verzichten means I can do without these types of sports. We also looked at and zu, which is a classic GCSE phrase, but don't forget it. It's very, very useful at every level in German. Nur einige Beispiele solcher Sportarten zu nennen. That's a lovely phrase. So just to mention a few examples of these types of sport. Und einen Adrenalinkick zu bekommen, in order to get an adrenaline kick. And we had some subordinating conjunctions, which you can see there, das und da. And we have a lovely word, kostspielig, which means high in price, and aufwendig, which we discussed in a previous video, which is requiring a lot of equipment or money and difficult. A very quick look at the vocabulary again. A couple of things which are obviously good were the names of these extreme sports in German. So bungee jumping, no problem there, but Klippenspringen, I'll leave you to look that one up. That's a good phrase. And the combination of words was good here. So die Gefahren, die auftreten können. So the risks that can arise was very, very nice. And also etwas voraussetzen is to require something. So viel equipment, perhaps in German, more German, viel Ausrüstung, voraussetzen, to require a lot of gear. Okay, perfect.